Lauf, Forrest, lauf! Achso, ist gleich schon wieder Unterricht hier. Müssen wir ja gleich wieder Unterricht machen. Was haben wir denn? Irgendwas oben. Kunst? Musik? Musik ist, glaube ich, dran. You better use that meat soon. The clerk said it expires at midnight. Nonsense! There are no fuzzy eaters at Bullworth. It'll last for a month! Ah, geil, das hält noch einen Monat. Lecker. Oh, 15 Dollar noch als Belohnung. Das ist doch gut. Gefällt mir. Money, money, money. Ain't no stopping Jimmy Hopkins. So, und jetzt ballen wir uns mal schnell noch in Unterricht und dann würde ich sagen, speichere ich auch. Ja, Musik. Was? Ja, ich gehe ja schon in Unterricht. Was gibt's denn diesmal? Now then, is everyone here? Excellent. Let's proceed. Wo muss ich eigentlich in jeden Unterricht reingehen? Das ist doch nervig. Ja, Alt und Alt G, ja, da. Okay. Haha, geil. Cha-cha-chas hier, diese Rasseln. Alt und Alt G, ja, okay. Man muss sich drauf konzentrieren, weil die mal schneller runterkommen. Hier. Cha-cha-cha. Cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha. Können Sie einfach ganz einfach merken. That's an unpleasant little sound. Nur weil ich hier ein bisschen mit den Dingern rumspiele hier. Oh, Glück gehabt, fertig. Und auch bestanden. You're a natural at banging out the rhythm, Jimmy. Was gibt's jetzt? Did you see that? Band Camp T-Shirt. Okay, nice. Ach, eine machen wir noch, eine machen wir noch. Eine Quest. Sich unten aus, sorry. Englischunterricht. Hedwig gegen Galloway. School rules are quite clear on this subject. Quite clear. No alcohol on school grounds. You're drunk. I can smell it on your breath. I can see it in your eyes. I'm not drunk. Drunk? In charge of children. What kind of monster drinks in front of children? A parent? A disgraceful one, yes. You've got a problem, haven't you? I'm just under a lot of pressure. Well, I'm a kind and supportive colleague, Galloway. And as such, I think it is my duty to get you sacked. Do whatever you want, Hedrick. You always do. The head will find out about this. You okay, sir? Jimmy. No, I'm not okay. I'm half drunk and I'm about to get fired. Fantastic. Oh, I'm a washed up old drunk and I'm only 34. English, you see, is a difficult subject to teach. I've tried any number of things to dull the pain. Yoga, meditation, needlepoint, looking at dubious sites on the internet. But nothing dulls the pain like scotch. Come on, sir, put that away. Are you mad? This is manna from the gods. Give me that. Let's get rid of this before you get busted. That's very kind of you, Jimmy. Miss Phillips is the only teacher to know about my vice. Take it to her. She will know what to do. Okay, dann gehen wir zu ihr. Finde die Flasche in der Cafeteria. Das wird ja, glaube ich, gar nicht. Wonder why no one picked this up. What are you doing? That's disgusting. So, die habe ich schon mal. Das gar nicht der Brotkorb umfällt, ist auch nicht so.
get away with it this time. I hope. That child had a bottle! Tschüss. Hopp. Sucht er mich immer noch? Nein. Okay. Und nicht in die Darmtoilette. Ciao. Warum verfolgen die mich? Ich hab nichts getan. Nein, es gibt einer von vorne. Oh nein, jetzt habe ich diese Mission verloren, weil ich die geschlagen habe, die Alte. Oh, versteck dich einfach. Glück gehabt. Boah. Nice. Boah, ich fiel auf einmal da stehen und ich komme so einfach aus dem Schwind raus. Jetzt bringt er die auch noch hier hin, oder was? Ist er, oh, da konnte man geglitscht aus der Wand rausgucken. Und erlaubt es betreten und in die andere Richtung laufen. So, nun? Oh, sorry. Nein, ich möchte nicht deine Faust kennenlernen. Wo müssen wir denn hin? Beinchen gestellt. Bring die Flaschen zu Mrs. Phillips. Da hinten ist sie. Here they are. I think that's all of them. Thanks, Jimmy. You're welcome, Miss. Please take this. Geil. Du hast eine Kamera halten und nun? Oh, bestimmt super Bilder mitmachen. Flapp. So, wir können auch bei dem Rumstreiche hier. Ein bisschen Hilfe 2. Thanks, kid. Okay, now let's trade. Just what I wanted. This was my favorite combination back when I had a kickboxing school. Oh, geil. Flupp. Antäuschen oben, Beinchen stellen. Jawohl, zweiter Move gelernt. Nice. Na, Beinfeger freigeschaltet. Genau, wenn ich beim nächsten Mal was finde, komme ich wieder. Bringt auf jeden Fall was. Was sind denn die roten Sterne hier? Kinokarten, Preps Herausforderung, kleine Gemeinheiten. Okay, ist ja nicht so das Besondere. Aber ich würde sagen, wir werden uns jetzt ins Haus begeben. Und machen dann Feierabend. Mach ein hässliches Gesicht. Nein, doch nicht. Nein. Erst ein Foto. Zu spät. Ich hab nix, aber wir werden jetzt erstmal uns zum Speicherpunkt begeben. Wir können auch zu Hause speichern, aber wir können auch hier speichern. Da sind wir schneller dran. Da können wir auch schlafen gehen, sozusagen. So. Kopf kratzen. Und dann würde ich sagen, hier nochmal Chemiekasten auffüllen. Haben wir bestimmt alles.
Und ich speichere mal. Und da könnt ihr sehen. Wir haben nicht so viel Prozent. Ja, überspeichern. Und dann seht ihr auch direkt, wie viel wir haben. Knappe 10%, da würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Flash.lp. Und tschüss.